Vor genau 1000 Jahren zog Thietmar, Bischof von Merseburg, auf dem Seeweg von Merseburg nach Magdeburg. Dieses historische Ereignis wollte Thomas Kirchhoff mit seinem Trupp von Laienschauspielern darstellen. Auch sie fuhren 10 Tage, vom 28. August bis 5. September, von Merseburg nach Magdeburg auf ihrem Flusssegler Ascania. Auf ihrer Reise hielten sie einen Zwischenstopp in Micheln an der Templerkapelle und in Wettin am Nest ab. Während ihrer Rast in Micheln fand ein inszenierter Gottesdienst innerhalb der Templerkapelle statt. Als ein Mann Gottes und strenger Exekutor der Reform. Auch während diesem waren alle in ihren Rollen und verhielten sich so, wie Thietmar und sein Gefolge es getan hätten. Der heilige Vater im Himmel ist mit uns, unser Hilfe ist im Namen des Herrn. Das Volk spricht mit seinem Geist und mit seinem Geist. Danach ging die Fahrt weiter nach Wettin. Am Ufer der Saale wurde bereits ein mittelalterliches Lager erbaut, in dem sie einen Teil der Geschichte schauspielerisch umsetzten. Der geschichtliche Hintergrund von Thietmars großer Flussreise im Jahre 1015 war ein ziemlich ernsthafter Anlass gewesen, dass der Kaiser Heinrich II. In Magdeburg seine kirchlichen Würdenträger gebeten hat, nach Magdeburg zu eilen, weil ein Feldzug gegen die polnischen Stämme bevorstand. Die polnischen Stämme hatten sich gegen die Christenheit hervorgehoben, hat Klöster zerstört an den Grenzgemarkungen und Kaiser Heinrich II. Wollte mit militärischer Macht sein Gebiet weiter nach Osten ausweiten und auch diese Aufstände der Slawen niederschlagen. Und daraufhin Bischof Thietmar von Merseburg, eile zu mir nach Magdeburg. Wie ich damals auf die Idee gekommen bin, dieses Projekt überhaupt anzufangen und Thietmars Flussreise zu konzipieren, es war, wie das oft so ist, einfach so eine Eingebung, so ein kleiner Gedanke. Und da spielte mein Vater eine ganz große Rolle dabei. Mein Vater hat sehr viel mit der Saale zu tun. Er war damals Bauingenieur gewesen, Wasserbauingenieur, und hat an der Saale viele Wasserbauwerke gehabt und unter anderem 1958 als Facharbeiter eine seiner ersten Baustellen an der Saale gehabt. Da wurde so ein Durchstich gemacht, die Saale meandert so, und da mussten damals aus diesen wassertechnischen Gründen diese Durchstiche gemacht werden, und da hat er zu tun gehabt und kam als Bauarbeiter dorthin, und meine Mutter, so wie das damals üblich gewesen ist, die Dorfschönen, hat sich dann oben auf der Brücke so aufgereiht, und so hat meine Mutter das Herz meines Vaters gewonnen, und sie wurden ein Paar, und so bin ich entstanden, und so hat auch die Saale so ein bisschen familienstiftende Wirkung. Also hochemotional, und 2001 bin ich schon mal von Wettin mit meinem Sohn und meinem Vater mit einem Kanu bis nach Magdeburg gepaddelt, und da haben wir uns gesagt, das war so ein ganz tolles Abenteuer, und dieses Abenteuer muss noch einmal wiederholt werden. Und da kam uns diese große Schiffsreise oder Flussreise mit Thietmar damals in den Sinn. Genutzt hat nur die Lanze daraus. Diese Lanze, dieses Wert, noch kräftiger als das größte Schwert. Ihr führt mit euch die heilige Lanze. Die führte zum Sieg über die Magyaren, mit den Christenmenschen, mit einem Gott, unter dem Schwert Heinrich II., der du Faustpfand bist,
dieses Friedensschlosses zu Merseburg. Tja, notgedrungen. So, wenn du ein wahrer Christenmensch bist und dich der bischöflichen Heiligkeit unterordnest. Ja! So, küsse meinen Ring! Ich stelle Mieszko II., Königssohn aus Polen, dar, der als Faustpfand in Tietmars Gefolge kam, um die christlichen Lehren zu lernen und dafür zu sorgen, dass eigentlich Friede zwischen Polen und Deutschland herrscht. Ja, Mieszko wurde in den Geschichten eigentlich als junger, naja, gut aussehend passt vielleicht bei mir nicht so, aber als gut aussehender junger Mann dargestellt. Da die meisten Leute hier etwas älter sind als meine Wenigkeit, hat man dann entschieden, dass ich als junger Part das nehmen soll, zumal auch gleichzeitig eine Liebesgeschichte mit dargestellt werden soll, wo es dann halt ja, besser aussah, wenn es etwas jüngeren Leuten gibt, als jetzt meinetwegen Ü50 Leuten. Auf dem Schiff selber ist es immer sehr, sehr entspannend von der Atmosphäre her, weil ja, da haben wir halt einfach mal ein bisschen Ruhe, können uns in Ruhe die Saale angucken, auch die Ufernähe. Wenn man natürlich dann, so wie jetzt hier in diesem Lager ist oder auch sein Schauspiel macht, ist immer eine gewisse Anspannung da, weil, naja klar, man hat auch Angst, irgendwo sich vielleicht zu verhaspeln oder ja, was falsch zu machen oder so, und man möchte es ja den Leuten schön präsentieren. Also bisher hatten wir immer Glück, dass wir noch kein Pech hatten. Ja. Bisher haben wir nur den Vorteil gehabt, ich muss ja meinen kleinen Bischof ein wenig ärgern, da ich ja eigentlich unfreiwillig hier bin als Faustpfand. Manchmal kann mein Bischof nicht ganz so reagieren, wie es vielleicht sein sollte, aber ansonsten läuft das schon sehr gut. Es ist wie bei jedem Mittelaltermarkt selber auch oder sonstiges, also unser Alltag ist auch wie jeder normale Mensch. Wir stehen morgens auf, frühstücken in Ruhe in der Gruppe, besprechen nochmal den Tag, was genau passieren soll oder so, damit wir uns ja auch sicher sein könnten. Wir machen irgendwann unser Schauspiel und abends sitzen wir auch ganz gemütlich zusammen, trinken meinetwegen einen Met oder ja, sonstige Weine und freuen uns einfach nur, dass wir den Tag glücklich und zufrieden ja, überlebt haben. Schmied Tassilo, guter Mann, ich freue mich, dich zu sehen. Ich auch. Bischof Dietmar von Merseburg grüße dich, segne dich und hat die allerwichtigste Frage, die mein Herz und meinen Geist brennend interessiert. So sei so gut, Tassilo, und zeige Bischof Dietmar, was du Kraft deiner Geschicklichkeit, deines Handwerkes zu schmieden verstandest. Also gut. Ich gib uns 5. Gütiger Himmel! Was halte ich hier in meinen Händen? Nie hat die Kraft und die Schicklichkeit eines Schmiedes verstanden aus schnödem Metall, dies zu schaffen. Die heilige Lanze. Hier in meinen Händen halte ich die heilige Lanze, die einst Otto dem Großen verhalf zum Sieg über die Magyaren. Die heilige Lanze, die jedem Unbesiegbarkeit auf dem Felde verspricht und die mich begleiten wird auf meiner Mission gen Magdeburg zu meinem Kaiser Heinrich II. Also ich stelle jetzt hier den Tassilo, den Schmied, da. Und ich bin dafür da, dass ich die heilige Lanze im Prinzip fertige. Es hat mich gereizt, die heilige Lanze so herzustellen, wie sie im Prinzip auch war. Ja, ich sag mal so, das Problem ist, es gibt kaum Aufzeichnung über die heilige Lanze. Es gibt Fotos, es gibt ein Grundmaß, die Länge, und es gibt das Spaltmaß. Aber genauere Aufzeichnung gibt es nicht. Und jetzt muss man im Prinzip anfangen mit 1:1 Zeichnungen und das so weit im Prinzip von Bildern abnehmen, dass man das herstellen kann. So, es ist nicht möglich, eine heilige Lanze während des Marktes herzustellen. Ja. Weil es sind Arbeiten, wo ich erstens ein größeres Feuer brauche, wo ich einfach andere Werkzeuge brauche. Das ist nicht möglich, so eine Arbeit jetzt auf dem Markt herzustellen. Sieht so aus, dass ich im Prinzip mitreise, jeden Tag die Schmiede stelle und zeige, wie im Prinzip die heilige Lanze entsteht. Während des Verlaufes. Ich habe ja die Grundkenntnisse der Metallverarbeitung. Ne? Habe selber eine richtige Werkstatt. Und daher ist das jetzt nicht das Problem, die Lanze herzustellen. Es war das große Problem, die 1:1 herzustellen nach den historischen Bildern. Ne? Die Grundtechnik selber ist nicht das Problem. Also ich will auf keinen Fall nur irgend so eine ganz persönliche Idee auf Teufel komm raus umsetzen.
Ich möchte natürlich, das, was wir jetzt gerade hier machen, möchte ich zu einer Tradition werden lassen. Ich möchte auch Tietmars Flussreise zu einer Kulturmarke machen. Und mir kommt es darauf an, es gibt hier in unserer Region, gibt es für meiner Meinung nach einige Alleinstellungsmerkmale, die man nur richtig verbinden muss miteinander. Einmal ist das diese Straße der Romanik mit den vielen romanischen Bauwerken. Das zweite ist dieser glückliche Umstand, dass sich sehr vieles jetzt zum tausendsten Mal wiederholt. Also wie die Grundsteinlegung des Domes zu Merseburg. Es geht bis 1021, wo der Dom zu Merseburg geweiht wurde. Auch dieses 1000-Jahres-Jubiläum, wo man das nehmen kann als Klammer, um diese Geschichte zu erzählen. Und das dritte sind diese wundervollen, noch sehr natürlichen Flusslandschaften. Und diese drei Merkmale möchte ich verbinden zu einem touristischen Modul, was ich so anbieten möchte, dass das für Menschen in Japan, in Russland, in Amerika in irgendeiner Form interessant wird. Und das, was ja tourismuspolitisch das Wichtigste ist, dass eben ausländische Touristen hier an diese Städte kommen sollen. Das ist mein Ziel. Auf dem Schiff selber sieht der Alltag wunderbar aus. Es ist unwahrscheinlich entspannend, auf dem Schiff zu sitzen, so die Wellen zu hören, die Menschen am Fluss zu grüßen und einfach so diesem Verlauf des Flusses zu folgen. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und so muss ich sagen, Tietmar, du hattest eine ganz tolle Idee gehabt, dass du den Schiffsweg einem Weg zu Lande vorgezogen hattest. Das Leben auf dem Kaffenkahn, der hier vorne ja auch zu sehen ist, ist nicht das Anstrengende auf unserer Reise. Das Anstrengendste auf der Reise ist die wahnsinnige Logistik, die dahinter steht, dass wir dieses Lager an jedem Ort, jeden Tag woanders aufbauen müssen. Das An- und Ablegen, das ist etwas, wo die Schiffsführer das mit ihrer professionellen Art sehr gut in der Hand haben und das einfach technisch lösen können. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass auf einmal bei einer neuntägigen Reise mit Partnern, die man nicht kennt, dass dort plötzlich irgendwelche logistischen Probleme auftauchen können oder kommunikativen Probleme, wie zum Beispiel heute hat Feuerholz gefehlt. Heute Nacht ist der Strom hier ausgegangen, sodass nicht mehr gekühlt werden konnte und die elektronischen Geräte, die wir auch brauchen im Hintergrund, ja, nicht zur Authentizität, aber es gehört einfach mit dazu zu dieser Logistik, dass es eben immer etwas Überraschendes gab, dass irgendetwas fehlt oder irgendwas nicht ganz genau koordiniert ist. Es ist unser Gesellenstück, was wir abliefern. Es ist eine Pionierarbeit, es ist zum ersten Mal und da kann es wirklich passieren, dass dort Sachen unvorhersehbarer Art passieren, die nicht ganz an dem Plan entsprechen und Probleme darstellen, die wir dann aber auch gemeinsam im Team lösen. Eigentlich sind es Verrückte. Die machen das wirklich aus reiner Leidenschaft. Es ist auch für sie ein gewisses Risiko. Sie verzichten auf ihren Urlaub. Niemand bekommt Honorar. Es ist einfach etwas, wo sie erkannt haben, dass diese Reise, so wie wir sie vorhaben, dass sie ein Potenzial in sich birgt, was man erweitern kann und was man ausnutzen kann. Niemand macht das auch aus Profilierungsgründen. Ja, sie haben erkannt, dass das einfach eine tolle Idee ist, wo es sich lohnt, sich dafür zu engagieren, wo es sich lohnt, auch mit diesen Fehlern und mit diesen Problemen, die wir jetzt noch zuweilen auch zu meistern haben, dass es sich lohnt, das in den nächsten Jahren weiter zu perfektionieren, so dass das für die Menschen, die hier wohnen, aber auch für Touristen, auch aus dem Ausland, einfach eine sehr interessante oder fast eben eine exklusive Sache sein kann. Ja, wenn es dich glücklich macht, das dreckige Ding zu küssen. Ich bin wahren Glaubens und dazu ein Sohn eines Königs. Königssohn aus dem Land der Slawen, christlichen Glaubens. Nun ist es Zeit, zur Tafel zu gehen und zu speisen. Mich plagt der Hunger. So folgt mir. Wenigstens das könnt ihr hoffentlich ordentlich. Anschließend an das Schauspiel wurde noch eine Pause am Burgcafé eingelegt. Es klang, als wenn der Trompeter stirbt, mein Herr. Ist das Micheles Horn? So hört, Gefolge! Michele, unser Quartiermeister, hat gerufen. Es gilt, den Abstieg
Runter zu den Gestaden der Saale! So folget mir! Er stirbt immer noch. Geht ab! Der Halt in Wettin näherte sich dem Ende und so zog die Gruppe rund um Tietmau aus Merseburg weiter zum nächsten Halt nach Alsleben.